Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem dritten Unboxing-Video. Und zwar habe ich heute was ganz Spezielles. Und wer mich kennt, der kennt es vielleicht schon, kann sich schon vielleicht denken, es ist was von Horizon Hobby. Ganz großes Dank schon mal im Voraus an das Team von Worldmaster, vor allem an das Simon, dass sie mir das möglich gemacht haben. Und zwar habe ich die schon in groß selber gebaut komplett. Und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wie es dazu kam. Und zwar an Leipzig, an dem ersten Tag, wo wir unsere geflogen sind, das allererste Mal in der Halle, kam genau zu dieser Minute, wo ich gelandet bin, auf Facebook gegangen bin, die von Horizon raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war einfach a must have und ich habe es jetzt hier von Worldmaster bekommen. Packen wir es mal aus. Und zwar habe ich hier die UMX A10. Vartok oder Thunderbolt, ich habe gar nicht drauf geguckt. Steht eigentlich nur UMX A10 drauf. Ja. Ich sage jetzt einfach mal, es ist die Vartok, weil sie hat Wildschweinschnauze, also Vartok. Ja, die wird so geliefert in diesem Karton, wie man es von Horizon immer kennt. Alle A10s wäre so geliefert. Es ist ein BNF-Flieger dabei. Aber es ist kein Akku dabei, das heißt, ihr müsst ihn selber besorgen. Was ich weiß, da ist es. Es sind Klettverschlüsse dabei. Ihr habt den roten Stecker, ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist, glaube ich, ein JR-Stecker. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich kann es euch gleich zeigen. Ah, das ist auch noch. Das ist ganz neu, das habe ich noch nie groß gesehen von Horizon. Das zweite Mal habe ich es jetzt. Die machen jetzt mittlerweile immer über ihre lackierte Flieger diese Schutzfolie drauf, dass alles geschützt bleibt. Und ich sehe gleich, mir springt das Dreibeinfahrwerk ins Gesicht. Richtig cool, dass die das schon dran haben. Normal ist das ja immer weg bei der Flieger. Wow. Das kenne ich gar nicht von Horizon, dass die so gut sind. Und das ist schon ein ganz anderer Schaum, habe ich so das Gefühl, wie man es von den normalen Modellen kennt. Der ist irgendwie viel dichter. Die hat sogar angelenktes Bugfahrwerk, so wie bei der UMX F16. Und wie ich es mir gedacht habe, man sieht zwei Spindelservos unten drauf und oben dran liegt das Board. Und natürlich den Stecker, ich kenne die als Graupner JR-Stecker, die rote, die hat eigentlich jeder kleine 2S-Akku hat die eigentlich. Die A10 wird so geliefert, so wie ich sie in der Hand habe, mit diesem Klettverschluss, also diese zwei Klettbänder, was da dabei ist. Akku muss man natürlich besorgen und man muss eine DSMX-Funke haben, wo DSMX ausstrahlen kann. Sonst ist ein Flieger natürlich unmöglich. Ich würde euch am besten Spektrum empfehlen. Ich fliege alle meine UMX-Modelle mit Spektrum. Einstellungsmäßig denke ich mal einfach, dass sie BNF-Basis ist. Das heißt, Programmpunkt, also wahrscheinlich Modellspeicher auswählen und einfach drauf binden und man kann losfliegen. Man müsst aber noch mal in der Anleitung schauen. Ich kann euch das vielleicht später einfach mal einblenden, wie mir auf dem Flugplatz hinaus hier probiere. Akkutechnisch kann ich euch empfehlen vielleicht, also was ich jetzt machen werde, ist in MyLiPo 2S reinmache mit 480 mA mit 70C. Mir ist bei so einem Jet die C-Rate ein bisschen wichtig, weil einfach das die Entlade- und Ladeleistung zeigt. Meine Erfahrung her ist, ein Akku mit viel C bringt auch viel Leistung. Und da werde ich auf einen kleinen MyLiPo Akku setzen. Kein 1000er oder sowas, wie viele sagen, oder 800er in der Beschreibung. Klar, ich habe ein bisschen weniger Flugzeit, aber mit einem 480er, 450er seid ihr auf jeden Fall mal 2 Minuten, glaube ich, unterwegs. Mir schaut es einfach mal im Video nachher nach. Im Flug. Und dann würde ich sagen, lade mal den Akku, dann geht's raus zum Fliegen. Ja, bis später. Ciao. Ja, jetzt sind wir draußen. Wir machen jetzt den Erstflug. Modellspeicher ist einer angelegt. Kunst heißt jetzt einfach bei mir, ich habe noch gar nicht eingestellt. Das ist eine ganz normale Basic, so wie man hat, auf dem Sender. Einfach einstellen, neues Modell anlegen, fertig. Ich habe vorhin gesagt, ich nehme 480 mAh Akku mit 80C Entladerate habe ich jetzt ein. Für mich wird das wahrscheinlich reichen. Weil ich will die auch in der Halle fliegen können eventuell. Und was ganz wichtig ist beim Einstecken beim Astra X Modell ist, sie muss gerade auf dem Boden liegen. So habe ich es noch in Erinnerung, so mache ich es auch immer bei meinen Modellen, weil einfach ich gehe auf Nummer sicher und da gehe ich kein Risiko ein. Dann schaue, ich habe vorhin geguckt, die Polung stimmt für die deutsche Stecker, es ist da alles in Ordnung. Haube drauf,
Es funktioniert alles. Ich gebe mal kurz Gas. So, Kreisel ist aktiv. Und es geht ans Fliegen. So, Erstflug steht bevor. Ich habe in viele Videos gesehen, was ich auch empfehlen kann, gerade beim Werfen, die A10 nicht so zu werfen, weil wir haben hier mit einem Druck zu tun. Das heißt, wenn ihr sie ganz normal wirft, wie ihr es kennt von Modellen, dann wird die nach unten gehen und der Weg zum Ziel wird nicht reichen und ihr wird abstürzen. Deshalb würde ich bei der UMX A10 empfehlen, wenn ihr ohne Fahrwerk fliegt, sie so zu werfen, wie ein Shockflyer. Das ist die sicherste Art und viele machen das, weil einfach ihr diesen Druck weg habt. Ihr wirft sie so weg und sie fliegt gleich in dieses Luftpolster rein und das finde ich klasse. Also versuchen wir es mal. Funktioniert alles? Ja, ich bin Mut 1 gleich, ich muss mit dem Mund fliegen. Oh, ich bin gespannt. Der Wind kommt von vorne, also von Pfosten, das ist immer gut. Hau mal rein.